Hey Leute, herzlich willkommen zu unserem Vlog, Update-Video Nummer 9. Ich habe nicht ganz gelogen beim letzten Intro, ich habe angekündigt, es wäre das zweitletzte. Das ist prinzipiell das letzte Update-Video und das nächste sollte eigentlich das finale Geräteanlieferungs-Eröffnungsvideo werden. Hier seht ihr schon unser neues Logo. Die Logos werden auch demnächst bzw. nächste Woche komplett ums Gebäude angebracht. Dann ähnelt es nicht mehr dem alten ehemaligen Autohaus, sondern dem richtigen und einzig wahren Athletic Culture Club. Wir haben einen Teil von der Außenwerbung bereits angebracht. Der Rest folgt nächste Woche. Es werden die Logos am Haupteingang angebracht. Wir werden einen Teil nochmal schwarz-gold in unserem gängigen Look streichen. Die Öffnungszeiten etc. werdet ihr dann alles vor dem Haupteingang finden. Wir gehen mal rein, was sich ansonsten so getan hat. Follow me. Wir haben die eine Hälfte schon mal komplett grundgereinigt. Wir hatten einen Held vorgestern da, der ist trotzdem noch mal drüber gelaufen. Ich meine, die roten Markierungen erkennt man ja nicht. Ne? Was bereits vor Ort ist, ist unsere Theke. Die hat der Schreiner gestern aufgestellt. Hier fehlt noch unsere Verblendung. Hier kommt eine schwarze Stahloptik dran, bis ganz runter. Unser Logo wird noch an die Holzwand angebracht und nächste Woche stellen wir auch die Lounge komplett fertig. Die wird am Montagmorgen gestrichen, die Polstermöbel etc. sind unterwegs. Dann könnten wir prinzipiell ab nächste Woche, weil die Kaffeemaschine auch schon geliefert wird, prinzipiell uns schon hinsetzen, Käffchen zippen und ein bisschen den Vorverkauf feiern. Okay, gehen wir mal weiter in die Umkleidekabine. Die zwei Wände haben wir auch noch gestrichen. Hier wird dann noch einiges an Bildchen, Deko etc. angebracht. Der Großteil der Bäder ist bereits gefliest, beziehungsweise der Umkleidekabinen. Wir haben die Duschen schon fertig, wir können leider nicht rein, weil das alles frisch verlegt wurde. Das wird heute auch soweit fertiggestellt. Nächste Woche werden die Föhnplätze, die Waschtische fertig, Toiletten installiert. Dann wird das Thema auch abgehakt. Wir haben noch ein bisschen weniger als zwei Wochen, schaffen wir direkt mit einer Punktlandung. Wir nähern uns langsam dem Ende des Umbaus zu. Es waren intensive Monate. Wir haben Tag und Nacht damit verbracht, um für euch pünktlich fertig zu werden. Ohne meinen Vater, der hier Tag und Nacht mit mir an meiner Seite stand und einigen Freunden, wie jetzt zum Beispiel auch Dennis vom Knockout, der die Fliesen gerade noch den letzten Rest verlegt, wäre vieles nicht möglich gewesen, vor allem auch nicht in dieser kurzen Zeit. Ansonsten haben wir auch wirklich nur mit regionalen Firmen zusammengearbeitet. Einige kenne ich auch schon seit meinem Kindesalter. Hier auch ein Appell an euch. Versucht doch einfach, das Geld hier regional in unserer Stadt zu lassen. Wir haben jede Menge Fachleute, die genau wissen, was sie tun, die den Job gut umsetzen. Versucht nicht immer komplizierte Wege zu gehen oder Vertrauen in anderen Städten zu suchen. Wir haben in Pirmasens alles, was wir brauchen. Wir sind eine großartige Stadt. Nur mal so am Rande. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das kurze Video wieder gefallen. Like das Video, folgt mir auf den Social Media Kanälen, lasst ein Abo da und wir sehen uns demnächst hier im Club. So, Jonas, film mal monströse Wade. So warst du halt nur im Hintergrund zu sehen, ne? Genau. Sollen wir nochmal? Okay. Ich kenne dich gar nicht so eitel. Okay, müssen wir nochmal komplett neu drehen. Ich will dir nicht das Video versauen. Machst du nicht, Dennis? Ich finde es schön, wenn man regionale Leute drin sieht. Ne? Gerade wenn im Hintergrund gearbeitet wird. Ich hab's verstanden, du hast keinen Bock.